Bitte folgen Sie der Straße. Welche? Na, dann fahren wir mal. Bitte folgen Sie der Straße. Ich bin so ein bisschen unschlüssig, was ich jetzt mache.
Komisch.
keine Chance auf Nordlichter. Was jetzt noch schade ist, dass jetzt die ganzen Seen und Schluchten, die hier sind, alle im Dunkeln sind. Schade eigentlich. Da ist aber einer links gefahren. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich nicht doch stehen bleibe. Morgen ist vorne. Und da läuft die Zeit auch davon. Info B, habe ich resettet am Nordkap. Durchschnittsverbrauch liegt bei 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Entschuldigung. Ich habe jetzt mehr als einen Tag hier oben verbracht. Ausgemacht, weil ich dachte, das ist rollig und wird langsamer. Gibt's doch gar nicht. Schnee, die hier weggeschaufelt haben in den letzten Tagen. Das hat ja definitiv schon mehr geschneit heute. Und die Wiesaler Straße nicht so aus.
auch nichts. Und jetzt? Thank you.
durch. Ja. Ah, sehr schön. Moin. Ist es möglich hochzufahren? Habt ihr Winterreifen drauf? Schneeketten? Schneeketten können wir drauf machen. Ja. Vorderradantrieb, ne? Ja. Sollte eigentlich gehen. Oben stehen jetzt auch schon 5 oder 6 Wohnmobile. Ach so. Und eben ist einer gerade hier hochgefahren in Tscheche. Ja, die haben wir am Supermarkt getroffen. Ja. Der ist hier gerade, das kam mir gerade entgegen. Ja. Auch mit Schneeketten oder? Nee. Da sind ja noch die Spuren hier. Ja. Das sind seine Spuren gerade. Der ist gerade durch. Okay. Weil wir nämlich gerade was geguckt haben, weil er ja ziemlich glatt ist, haben wir uns noch nicht so richtig getraut. Oh. Es kommen 2, 3 steile, richtig heftig steile Stellen. Ja. Da war das, was hier vorne war, Pillepalle. Ja. Also auf jeden Fall Schneeketten hoch. Dann. Zur Not würde ich das machen, ja. Der eine, der oben steht, hat auch Schneeketten drauf. Ja, definitiv. Also Schneeketten, wenn dann. Okay, ich habe vorhin noch nicht mal mitgekriegt, dass es schneit. Ich bin seit 4, 5 Stunden oben gewesen. Ja. Und jetzt komme ich raus und die Straße weiß. Okay, wir können mal da in die Nacht da oben verbringen, wissen Sie das? Geht klar. Das? Ja, und da noch was, ich habe wieder einen Fehler gemacht. Da ist ein Schalter, da sitzt ein Typ drin. Mhm. Der kassiert Geld dafür, dass man sich das Museum und diese ganze Geraffel da drin anguckt. Braucht man nicht, unnötig. Spart euch das Geld. Da haben wir mit gelesen, haben viele geschrieben, ist halt unnötig. Wusste es nicht mehr, ich habe es vergessen. Das wäre halt auch für die Toilette da, ich weiß ja nicht, warum auch viele geschrieben, die ist dann geschlossen. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt offen war. Bevor man da hinkommt, kommt auf der linken Seite so ein Gebäude. Und da sind eigentlich Toiletten, aber da habe ich vorhin gesehen, die sind im Winter geschlossen. Ja. Und die ersten Toiletten, wo habe ich nie gesehen, die waren in dem Gebäude drin. Okay. So what, was soll das? Ja, nee, wir haben ja Toilette, das war bloß. Ja, deswegen, also. Gut, also von den Fetten an können wir hochfahren. Ja, eine Frage, hat einer eine Zigarette von euch? Ja, irgendwie? Weil die sind ja. Ist mir so scheißegal. Die Zigaretten sind so scheiße teuer hier. Ja? Ja, ich habe mir eine Schachtel gekauft. Ich weiß nicht, ich habe nicht nach dem Preis geguckt. Ich wollte es auch nicht wissen. Nee, das machen wir auch. Ich habe nur gelesen im Internet, Norwegen teuerste Zigaretten. In ganz Europa. Das ist ja wie mit Alkohol, ist ja schweineteuer. Ja, das geht gar nicht. Ey. Kaufe ich ab. Auf jeden Fall. Klar. Stehe ich mir kurz noch mal hin. Oh, yeah. Ich war überlegen, ob ich da oben auch stehen bleibe. Yeah. Ich wollte eigentlich weiter das Livestream machen, aber scheiß O2 gibt mir morgen erst wieder Volumen. Ja, Aussteigen, wir sind auch schon hingeflogen hier. Ja, ich merke das schon beim Lenken hier. Ich habe eine Servolenkung, die ist sehr extrem gerade. Ja. Oh. Und Jack kann sie. Es sind, glaube ich,
1 Grad minus da oben, aber wenn es windig ist da oben, alter Falter, ich sage, das ist heftig. Weil 1 Grad minus ist ja nichts. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, genau. Oh, shit. Da fahre ich zurück. Thank you.